Apostelgeschichte 17 von Vers 16, als Paulus in Athen war und er dann auch die Abgöttigkeit dieser Menschen da sah, die Gottlosigkeit. Da aber Paulus ihrer zu Athen wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er sah die Stadt sogar abgöttisch. Und er redete zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Schule, auch auf dem Markte alle Tage zu denen, die sich herzufanden. Etliche aber, die Epikurer und Stoiker, Philosophen, stritten mit ihm und sprachen: Was will dieser Lotterbube sagen? Etliche aber, es sieht, als wolle er neue Götter verkündigen. Das machte, er hatte das Evangelium von Jesu und von der Auferstehung ihnen verkündigt. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Gerichtsplatz und sprachen: Können wir auch erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. So wollten wir gern wissen, was das sei. Die Athener aber alle, auch die Ausländer und Gäste, waren gerichtet auf nichts anderes, denn etwas Neues zu sagen oder zu hören. Bis hierhin mal. Ja, ein Text, der ein paar interessante Gedanken enthält. Zum einen machen ja Epikurer und Stoiker Philosophen oder zwei Richtungen, die auf verschiedene Wege versuchten, ihr Leben zu bewältigen. Die einen durch die Sinneslust, durch Freuden, die anderen durch besondere Selbstzucht und besondere Betonung auf eigenes Schaffen und Können. Das sind so zwei Richtungen, die wir eigentlich auch heute wiederfinden, noch in den Gemeinden. Zum einen die sich den Freuden dieser Welt, den Lüsten und Wollüsten und Verführungen dieser Welt hingeben. Da gibt es auch neue Gemeindeströmungen, die auch in diese Richtung gehen, wo alles auf Sinneserfahrung, auf Lust und Äußerlichkeit und Freuden ausgerichtet ist. Und die anderen in Gesetzlichkeit, die versuchen, durch das strikte Halten von biblischen Prinzipien, ohne mit der Kraft Jesu zu rechnen und ohne die Leitung des Heiligen Geistes, dann versuchen, in der Spur zu bleiben und bewahrt zu bleiben. Ja, wir haben Gesetzlosigkeit, wir haben Gesetzlichkeit, aber wir wollen wirklich versuchen, unser Vertrauen auf die Gnade Gottes zu setzen, wollen versuchen, diesen schmalen Gnadenweg auch im Glauben zu gehen und als mündige, reife Christen einfach auch lernen, bestimmte Verfahren, bestimmte Heilmethoden einfach auch ganz sachlich und nüchtern zu betrachten. Und da sind wir in keinem Zwang, Gott zwingt uns zu gar nichts. Auch ich möchte das wirklich nochmal betonen. Auch ich möchte niemandem eine Last auflegen. Ich bitte nur darum, dass Gott einfach wirkt durch den Vortrag und dem einen oder anderen vielleicht damit Hilfe geben kann für eine bestimmte Entscheidung. Aber Gott zwingt wirklich niemanden. Aber ich denke, wer wirklich in der Ehrfurcht vor Gott lebt und ehrlich Gott nachfolgen möchte, der wird begreifen, wir können es uns nicht so einfach machen und einfach unbedenklich alles in uns reinschlucken und annehmen an Heilverfahren, sondern wir haben da schon eine Verantwortung vor Gott und die müssen wir eben dann auch im Alltag leben bei der Anwendung von solchen Dingen. Ja, und dann steht ja hier, die Athener, aber alle, auch die Ausländer und Gäste, waren gerichtet auf nichts anderes, denn etwas Neues zu sagen oder zu hören. Und das ist ja heute auch so, dass auch wir ein wenig infiziert sind von dem Modegedanken, dass das ein oder andere da einfach modern ist, weil es einfach in ist, weil wir alle davon schwärmen. Heute ist es das Teebaumöl oder Kümmelöl, morgen sind es Pampelmusen oder Kürbiskerne, mal ist es die Aloe Vera, mal ist es irgendwelche Pfundskur von der AOK, mal ganz abgesehen eben von diesen okkulten Heilverfahren. Wir wollen jetzt mal wirklich auf diese sogenannten modernen Heilverfahren gehen. Und da gibt es die Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es das. Und immer muss es etwas Neues sein. Der Mensch sucht eigentlich auch immer irgendetwas Neues. Ja, und
Es ist einfach so, dass der Satan, wie wir ja auch heute gehört haben, versucht, uns zu verführen. Und die meisten, die heute da waren, die haben gesagt, also diese Heilverfahren, die da besprochen wurden, das weiß ich schon längst als Christ, dass die bedenklich sind und dass ich die nicht anwenden sollte. Aber die anderen, die kann man ja wohl anwenden. Und da wollen wir es uns einfach nicht so leicht machen, sondern wollen wirklich mal schauen, wie der Satan wirklich auch versucht und auch schafft, da eben auch in gewisse Bereiche einzudringen, wo wir oberflächlich sagen würden, also das ist ja wirklich harmlos. Ja, und weil der Satan eben weiß, dass wir diese okkulten Heilverfahren kennen, deswegen versucht er eben sein Gift über ganz normale Pflanzen oder Vitamine oder Mineralstoffe oder Diäten in die Herzen der Gläubigen und der Gemeinden zu tragen. Und er versucht dann eben auch, die Gemeinde zu verführen und zu verderben. Er will immer versuchen, uns abzurücken vom lebendigen Glauben, abzurücken von der Heilserwartung, die wir auf Christus setzen sollten. Er hat also immer das Ziel, Jesus und seine Lehre und sein Wort aus der Mitte unserer Herzen und aus der Mitte der Gemeinde zu rücken. Und wie oft ihm das gelingt, das werden wir uns in einigen Beispielen dann sehen. Das werden wir einfach mal verfolgen, weil im Laufe der vielen Jahre doch einige Dinge sich zugetragen haben, die ich einfach mal so als Fälle so darlege. Und da kann man dann wirklich sagen, das sind nur ganz wenige Fälle, nur die Spitze eines sogenannten Eisbergs. Ja, ja, der Drang des Menschen nach Schönsein, nach Fitsein, der menschliche Körper, das Äußere wird zum Götzen. Und wie gesagt, ich denke, auch wir sind da ein wenig infiziert. Es gibt immer mehr Schönheitsoperationen. Es waren jetzt im Moment so pro Jahr 400.000 Schönheitsoperationen, die einem Wert von ungefähr 5 Milliarden Euro entsprechen. Im Jahr 2006 gab es den ersten Anti-Aging-Kongress in Österreich, wo man also versucht, durch die Forschung bestimmter Substanzen und Anwendungen das Altern zu verhindern, immer jung zu bleiben. Ja. Ja, und da wollen wir mal schauen, was sich da alles so zuträgt, gerade eben auch unter den Christen. Als erstes mal ein Fallbeispiel von einer Patientin, die mich besuchte und die dann ganz freudestrahlend mir eines Tages berichtete, sie habe mit einem ganz bestimmten Ernährungsprogramm 10 Kilo abgenommen und sie würde sich jetzt so richtig fit und wohl fühlen und es geht ihr gut. Vorher war sie noch da und hatte eine Krise gehabt. Sie hatte als Dienerin Gottes gearbeitet und war dann in eine Krise gekommen. Sie hat selber in der Seelsorge gearbeitet und die Krise hatte sie dann überwunden, indem sie einfach abspeckte und ihren äußeren Rahmen etwas verändert hatte. Und dann kam sie dann an und sagte mir das freudestrahlend und drückte mir dann diese Diät in die Hand und sagte dann, Bruder, das ist eine super Diät, das musst du dir wirklich mal durchlesen. Ich habe mir das dann mal angeguckt und bin eigentlich erschrocken und habe dann auch verstanden, warum das Innenleben dieser Patientin immer mehr abnahm, während der äußere Mensch da gehegt und gepflegt wurde. Da geht es um eine sogenannte Sure oder Sure Slim Diät, die in Heilbronn in einer Wellnessklinik oder Schlankheitsstudio da ihr gereicht wurde. Und sie hat das dann angewendet. Und ich möchte mal ein paar Auszüge aus dieser Diät mal vorlesen. Steht am Anfang, Moment, jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Anfang erwische. Ist ein bisschen durcheinander. Ah ja, da haben wir den Anfang. Steht, willkommen in der wunderbaren Welt von Sure Slim. Wir haben Ihnen die Mittel in die Hand gegeben, sehr schnell abzunehmen und es liegt nun an Ihnen, das Programm streng zu befolgen. Wenn Sie mal schummeln müssen, dann nur nach der legalen Sure Slim Methode. Besuchen Sie uns zur Gewichtskontrolle und wir geben Ihnen das Programm mit dem Titel Die einzige Art, die Regeln zu verletzen. Das ist die einzige Art, wie Sie schummeln dürfen, während Sie abnehmen wollen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, Speisen, die nicht in Ihrem Programm stehen, sind verboten. Drittens, trinken Sie die vorgeschriebene Menge von 2 Litern pro Tag.
Viertens, essen Sie 3 Mahlzeiten am Tag, eine aus der Liste Mahlzeit 1, eine aus der Liste Mahlzeit 2 und eine aus der Liste Mahlzeit 3. Fünftens, nehmen Sie das Obst und das Knäckebrot bei den Mahlzeiten ein, aber essen Sie vorher etwas Proteinhaltiges. Und so weiter und so fort. Also lauter Regeln. Siebtens, dann, wenn Sie Ihr Zielgewicht erreicht haben oder nahe dran sind, wechseln Sie um auf das Stabilisierungsprogramm. So können wir garantieren, dass Ihr Zielgewicht erhalten bleibt. Wir freuen uns auf ein erfreuliches Verhältnis zum Abnehmen zu Ihnen und denken Sie daran, wenn Sie Hilfe oder Motivation brauchen, Anruf genügt und jetzt fröhliches Abnehmen. Das hat die Dame dann auch gemacht. Und dann geht es hier weiter. Willkommen in der SurSlim-Welt des Wohlbefindens. Sie gehören nun auch zu den tausenden zufriedener Kunden, die ihr Körpergewicht und ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben. Und so weiter und so fort. Das ist also alles nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gemacht. Und dann wird das alles erklärt. Und dann unsere SurSlim-Berater setzen ihren Stolz in den Erfolg unserer Kunden und begleiten sie sachkundig und sorgfältig durch das Programm. Denken Sie daran, dass der Erfolg sich lohnt. Sie werden mit sich und Ihrer Umwelt viel zufriedener sein. Und dann lesen wir hier in diesen ganzen Listen, was die alles befolgen musste. Die musste also sehr, sehr aufpassen, dass sie alles im Plan hat. Die musste sich die Uhr stellen. Und da waren dann 3 Kategorien angegeben von einem Mahlzeitenplan. Die musste sie ganz genau befolgen. Der ist also sehr detailliert. Sie müssen einen 5-stündigen Abstand zwischen den Mahlzeiten einhalten. Zum Beispiel, wenn das Frühstück um 8 Uhr beendet wird, darf mit dem Mittagessen erst um 13 Uhr begonnen werden und mit dem Abendessen nicht vor 18 Uhr. Ihre letzte Mahlzeit sollte jedoch vor 22 Uhr eingenommen werden. Dann diese zusätzlichen Regeln gelten für Ihren persönlichen Quick-Loss-Ernährungsplan und müssen streng eingehalten werden. Jetzt musste sie noch achten auf gewisse Dinge bezüglich Stärke, Obst, Eier, Gewürze, Kräuter, Wasser und Getränke. Also nochmal spezielle Anwendungen, die sie oder Vorschriften, die sie dann beachten musste. Und dann, wenn es jedoch einen besonderen Anlass für eine Diätsünde gibt und Sie können nicht anders, dann gibt es nur eine Art, diesen Regelbruch zu begehen, und zwar die SurSlim Quick Loss Art. Und dann gibt es nochmal 8 Regeln. Wenn man verstoßen hat, muss man dann ein 8-teiliges Programm durchlaufen. Also alles voller Regeln. Da ist nochmal Regeln, 11 Regeln. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Frau den ganzen Tag beschäftigt war, sich auf diesen Plan zu konzentrieren, ja. Und das ist also wirklich jetzt sicher ein Extremfall, ja. Ich meine, es gibt auch sicher Diäten, die einfacher sind, aber wir sehen hier, dass wirklich oft eine ganze Menge Zeit verloren geht, und da sollen wir ja wirklich gute Haushalter sein, auch für die Zeit, ja. Und es kann eben passieren, dass man dann auf diesem Wege dann einfach den Herrn aus den Augen verliert. Mir war da ein Beispiel, das mir gerade einfällt, mal interessant gewesen. Da war eine Schwester in dem Herrn, die berichtete von ihrem Mann, der am Anfang wirklich sehr eifrig dem Herrn nachfolgte, auch diente. Und dann hat er plötzlich angefangen, Gesundheitsregeln für sich zu entdecken und gesund zu leben, hat er lauter Regeln aufgestellt, dann hat er lauter Programme verfolgt, hat zum Schluss nur noch von Vitaminen und Ernährungsprogrammen gelebt, und die Frau sagte dann, mein Mann ist wirklich vom Glauben abgefallen. Er liest nur noch alles über Ernährung, macht nur noch Sport, es dreht sich wirklich nur noch alles um den eigenen Körper. Ja. Das sind sicher extreme Dinge, aber wir sehen hier, da ist eine Gefahr, eine Falle, wo wir aufpassen müssen, und ich denke, es ist wirklich gar nicht so selten, dass Frauen natürlich zu Recht oft den Wunsch haben, ein paar Kilo zu verlieren. Es ist ja auch nicht falsch. Wir sollen ja auch möglichst gesund leben. Wir sollen ja auch nicht jetzt extrem zunehmen. Das ist ja auch ein Tempel Gottes, den wir bekommen haben, damit wir vernünftig damit umgehen. Aber vernünftig umgehen heißt ja auch, dass wir da nicht zu viel Zeit und Geld in diesen äußeren Menschen investieren. Ja, und das hat die Frau eben wirklich völlig übertrieben. Und sie hat zwar dann ihr Idealgewicht erreicht, aber sie hat sich wirklich den ganzen Tag nur auf diese ganzen Dinge konzentrieren müssen. Und hier wird ja auch das Wort Sünde in diesem Plan völlig falsch und unbiblisch gedeutet und angewendet, als wenn die einzige Sünde darin besteht, dass man irgendwas Falsches isst oder zu einem falschen Zeitpunkt. Ja, ja, und es steht ja auch nirgendwo in der Bibel, dass wir bestimmte Speisen strengstens meiden müssen. Da muss man auch aufpassen, dass man dann sich nicht Dinge auferlegt, die einem dann auch zu viel Energie abnehmen und wo man sich einfach dann ja auch entfernt vom Wort Gottes.
Und ich muss dazu sagen, ich verfolge ja auch so ein bisschen die ganzen Diätforschungen und der Trend geht eigentlich dahin, die meisten Forscher, die wirklich auch seriös forschen, die sagen, dass eigentlich die ganzen Diäten für die Katz sind, um das mal so deutlich zu sagen. Ja. Das bringt überhaupt nichts, jetzt mal auf die Schnelle ein paar Pfund abnehmen, es kommt irgendwann der Jojo-Effekt oder es wird den Leuten dann doch zu dumm oder es ist zu teuer oder was weiß ich und dann landet man wieder bei Punkt Null und hat eigentlich gar nichts erreicht. Ja. Wie gesagt, es gibt durchaus medizinische Indikationen, Notwendigkeiten bei Diabetes oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, dass man da auf bestimmte Dinge achtet. Aber wir dürfen das nicht übertreiben. Und das ist eben auch eine Sache, die wir oft in Gemeinden beobachten, dass da immer mehr auch in solche Richtung dann ja, hineingearbeitet wird. Ich war auch mal in dem Ideaspektrum. Eine Baptistengemeinde aus den USA berichtet, abnehme mit Gottes Hilfe, mit der Bibel abnehmen bis zum Traumgewicht. Ja, also auch in den Gemeinden, ja, 150 Teilnehmer verloren insgesamt fast 590 Kilo. Ja. Ja, da ist man dann ganz stolz drauf, ist ja auch sicher gut gedacht, aber auch da muss man sich fragen, konzentriert sich denn diese Gemeinde auch auf geistige Dinge? Wie sieht es mit der Mission aus? Was macht der innere Mensch? Ja? Also wir sehen, das ist nicht so ganz einfach, ja, mit diesen Dingen. Und da sollten wir aufpassen, dass wir da nicht in so eine Falle hineingeraten. Das war das zum Thema Diät. Dann habe ich hier einen Fall, der sehr bekannt ist eigentlich. Der Name Dr. Rath sagt wahrscheinlich vielen von euch was. Da wahrscheinlich schon darauf gewartet, dass ich was dazu sage. Es gibt ja ganze Litaneien, ganze Zeitschriften, ganze Serien von ihm. Rath International, Skandal, Warteliste für Krebspatienten und so weiter und so fort. Gesundheit ist machbar. Die Broschüre hat mir vorhin auch jemand gezeigt. Erfolgsberichte der Zellularmedizin, das Ende von Volkskrankheiten. Patienten holen sich ihre Gesundheit zurück. Die Menschheit befreit sich vom Joch der Pharmaindustrie. Menschen helfen Menschen, Verantwortung für eine gesunde Welt. Und dann finden wir hier drin lauter unbiblische Betrachtungen, die einfach auch das Augenmerk auf den äußeren Menschen richten und einfach immer wieder suggerieren, dass der Mensch gesund sein muss, dass er das Recht hat auf vollkommene Gesundheit, dass er sich zur Not die Gesundheit eben zurückholen muss und dass das eben das Wichtigste ist im Leben. Ja? Und so kann es vielleicht passieren, ist es wirklich Christen passiert, die eigentlich nur irgendein Vitaminpräparat wollten und haben aber meistens dann, das ist ja oft so, zu diesem Vitaminpräparat dann irgendwelche Broschüren oder Blätter bekommen und lesen das natürlich dann, ja, und dann wird der innere Mensch verdorben, nicht durch die Medikamente, nicht durch die Vitamine, sondern durch das. Versteht ihr? Ja, und plötzlich haben wir eine unbiblische Einstellung zu Krankheit und Leid, zu Gesundheit, zu all den Dingen, wo wir aufpassen sollten, dass wir da auf dem biblischen Fundament stehen bleiben. Ja? Ganz abgesehen davon, dass diese Mittel, die der Dr. Rath vertreibt, in vielen Dingen undurchsichtig sind, auch sinnlos, überteuert und er sieht sich ja als Retter der Menschheit, hat das auch nicht nur einmal so gesagt, er präsentiert sich fast unverschämt gegenüber all denen, die etwas gegen ihn sagen. Vor kurzem habe ich aus einer Ärztezeitung das ausgeschnitten, das war gerade vor wenigen Tagen, schwere Niederlagen für umstrittene Vitaminkur von Dr. Rath. Er hat halt auch jemanden mundtot machen wollen, hat gedacht, er hat genug Geld, er drückt den Mann einfach an die Wand, indem er den Prozess immer weiterlaufen lässt. Da hat er sich getäuscht, er unterlag dann und muss jetzt 700.000 Pfund Strafe zahlen. Er wollte einen Kritiker mundtot machen. Ja, und so sehen wir also auch, dass das Leben dieses Menschen, der sich selber als Gott sieht, als Heiler, als Wunderheiler, dass dieses Leben auch bedenklich ist. Und wenn wir uns dann solche Präparate dann kaufen und uns mit diesen Dingen und mit diesen Menschen identifizieren, dann kann es auch passieren, dass wir da
am Thema vorbeigehen. Ganz davon abgesehen, dass ja eben auch die Dinge sehr unverhältnismäßig teuer sind und auch doch recht fragwürdig in ihrer ganzen Zusammensetzung und in ihrer Wirkung. Ja. Dann haben wir ein Präparat, ja, jemand hat es schon gesagt, Fitlein. Das habe ich im Wartezimmer eines Gläubigen oder wurde im Wartezimmer eines Gläubigen Physiotherapeuten ausgelegt. Und man sieht dann auch auf der Broschüre strahlende Gesichter, junge, fitte Menschen, Fitlein Gesundheitsförderprogramm, die lebenswichtigen Vitamine jetzt besonders günstig. Und dann steht da eben auch geschrieben, für das Wichtigste im Leben ihre Gesundheit. Ja. Das sind eben Aussagen, die haben durchaus Auswirkungen für unser Innenleben. Ja. Oder schön und fit durch optimale Verdauung und Entschlackung. Und wenn man dann genau schaut, sieht man, dass abgesehen von ziemlich fragwürdigen und zum Teil sinnlosen Zusammensetzungen an Mineralien und Obst- und Getreiderohstoffen auch ayurvedische Gewürze mit im Spiel sind. Und diese Ayurveda-Medizin ist ja eine alte, 3500 Jahre alte Heilmethode aus Indien, wo man eben auch da dieses Prinzip von Mikrokosmos und Abbild, dieses umgebende Makrokosmos und diese ganzen Elemente der ganzen hinduistischen Medizin da propagiert. Es war nicht das Einzige, was in dieser Praxis auffällig war, sondern dieser Gläubige, Physiotherapeut hat neben diesem Fitline-Präparat noch zusätzlich Reflexzonenmassage angeboten, Akupressur, dieser Massage nach Beuys und vertreibt auch an der Rezeption durch die Arzthelferinnen Herbalife. Also eine ganze Menge von Sachen, wo man wirklich Bedenken hat. Ich habe dann diesen Bruder eingeladen zu mir nach Hause, beziehungsweise sie haben dann selber den Kontakt gesucht, nachdem ich dann doch eindringlich gesagt hatte, dass ich keine Patienten mehr schicke, wenn sie mir nicht eine Erklärung geben, was sie dort treiben, weil es war interessanterweise so, das muss ich wirklich sagen, dass die Geschwister, die ich hingeschickt hatte, weil er eben als gläubiger Masseur galt oder Physiotherapeut, dass die Leute auffällig schnell gesund geworden sind. Und das hat mich stutzig gemacht. Das macht mich immer stutzig, wenn es besonders schnell geht und die Leute nur noch schwärmen. Und dann habe ich halt hinterfragt und bin dann auf diese ganzen Dinge gestoßen, habe ich dann zu mir nach Hause eingeladen, habe mich dann mit ihm unterhalten und er war da nicht erfreut, dass ich das abgelehnt habe. Er bleibt bei seinen Sachen. Er hat mir hingegen noch jemanden da geschickt, der mich bearbeiten sollte, mir klar machen sollte, dass ich da in sein ja, finanzielles System auch eingreife. Und bin da übel beschimpft worden, auch im Telefon von anderen Leuten, die dann anriefen in diesem Punkt. Also man kann sich dann schon was anhören, wenn es den Leuten da anders Geld geht, ja, wie das auch in der Apostelgeschichte ist, als es dann an das Gewinst ging, da plötzlich war der Spaß zu Ende. Ja. Es ist ja ein Bericht da, wo plötzlich der Gewinn ausgeht, dann kommt die Wut. Ja, dann war hier noch ein Fall aus der eigenen Gemeinde, da war eigentlich ein ganz harmloses Mittel, Magnesiumchlorid, bekannt als Glaubersalz, hatte da eine Schwester eingenommen, ist an sich nichts Verwerfliches, ja. Ich möchte nochmal betonen, diese Mineralstoffe und Vitamine und so, das ist nichts Verwerfliches. Ich bin auch dankbar, dass es sowas gibt. Wir selber nehmen auch als Familie im Winter zum Beispiel Vitamin C oder in besonders schweren Fällen auch mal Zink oder sowas ähnliches ein oder auch viele pflanzliche Mittel. Ja. Aber sobald eben dann irgendwelche Programme oder Hefte oder Anmerkungen oder Texte dabei sind, die nicht mit der gesunden biblischen Lehre übereinstimmen, dann wird es gefährlich. Und dann vergiften wir uns nicht am Leib, sondern an unserer Seele und an unserem Geist. Und ja, da müssen wir eben Acht haben. Und dann gab es eben dieses Beiblatt dazu, mehrere Seiten, verfasst von einem Pater Benno José Schor. Und der betont eben auch verschiedene unbiblische Dinge. Ich will da nicht groß drauf eingehen. Ich habe mir nur als Punkte aufgeschrieben, die Reihenfolge stimmt nicht, dass man
zuerst versucht mit Medikamenten und dass man sich vorher an Gott wendet. Der eigene Wille steht im Vordergrund, er hat immer wieder betont, er will gesund werden, er will das und er macht das. Dann sowieso, dass der katholische Glauben auch unbiblisch ist, der mit ihr einfließt. Und Gesundheit wird auch hier drin als höchstes Ziel suggeriert. Und das ist eben so ein schleichendes Gift, was dann immer wieder reinkommt, wenn man mehrere solche Programme mal gelesen hat. Wenn man leidet und krank ist und möchte gesund werden, dann kann es wirklich passieren, dass man plötzlich ja, die vernünftige Einstellung zu Krankheit und Leid dann aus den Augen verliert. Dann gibt es die sogenannte Noni-Frucht. Kennt ihr die? Kennt ihr nicht? Ah, gibt es das echt? Die wird doch überall gepriesen, aber die ist nicht mehr modern. Deswegen wisst ihr es wahrscheinlich nicht. Ja? Noni-Zauberfrucht aus der Südsee. Ja, ja. Die Noni, die kann alles, schreiben sie hier drin. Die kann alles. Ich will euch mal ein paar Kostproben geben. Sie rettet unseren Körper, steht da geschrieben. Und dann liest man da zum Beispiel, Noni rettet unseren Körper, da es uns die nötigen Nährstoffe gibt. Dann steht was von, hindert die Entstehung der Vorstufe von Krebs und das Wachstum von Krebsgeschwüren. Und dann steht hier drin, dass die Morphinwirkung ungefähr der von der Noni entspricht. Also die Noni soll ungefähr die gleiche Wirkung haben wie ein Morphinpräparat, wie ein Opiat. Ja. Es wird da drin wirklich allen Ernstes geschrieben. Und man liest aber auch da drin plötzlich etwas von Begriffen, die Frequenz der Körperenergie, die wir also auch, solche Begriffe auch bei der Homöopathie oder Akupunktur oder Bioresonanztherapie finden. Dann wird empfohlen, zusätzlich noch Psychotherapie zu machen, was ja auch unbiblisch ist. Und dann steht hier auch, verändert im Energiezustand, Veränderung im Energiezustand durch Noni, repräsentative Beispiele, Mangel an Lebensenergie. Aha, da haben wir wieder Energie, wie immer das auch gemeint ist. Dann wird Heilpraktiker auch empfohlen. Und Noni ist ein wunderbares Vorbeugungs- und Heilmittel, das beinahe jeder nehmen kann, ja für fast jede Beschwerde, jederzeit. Und dann war hier noch etwas dabei, da wird von Wunderheilungen berichtet. Und zwar in der Form, dass die Noni-Frucht sogar Tote lebendig machen soll. Bemerkenswerte Heilungen, aber bekannte Tät, sogar dieser Beschreibung wird Noni nicht gerecht, da diese erstaunliche Pflanze bekannt ist, Sterbende wieder zurück ins Leben zu bringen. Als Beispiel erzählt Tät folgende Geschichte: Auf einer kürzlichen Reise nach Tahiti traf er eine Frau, die Krebs im Endstadium hatte. Die Ärzte hatten ihr nur noch 2 Wochen gegeben. Auf Drängen eines tahitanischen Freundes begann sie Noni-Früchte zu essen und wurde ganz geheilt. Ihre erstaunten Ärzte bestätigten ihr, dass es keine Anzeichen von Krebs mehr gibt. Und dann in dieser Broschüre meldet sich ein ausgebildeter Augendiagnostiker, also der die Iris-Diagnostik macht, und bekennt, ich bin homöopathischer Pharmazeut, und schreibt dann auch einige Gedanken. Dann lesen wir etwas von einer Ganzheitmethode. Noni bewirkt, dass die Menschen sich wohler fühlen, da Serotonin bestimmte Proteine im Gehirn in aktive Empfänger für Endorphine, die sogenannten Glückshormone, umwandelt. Und so weiter und so fort. Also lauter medizinisch und biblisch unsinnige Dinge, die da sind. Und da gibt es ganz viele Schriften dafür. Und wenn man diese Sachen gelesen hat, erstens mal verplempert unnötig viel Zeit. Und dann man nimmt faktisch Gedanken und Lehren auf, die einfach nicht gut sind, die nicht biblisch sind. Und diese Dinge, die kosten auch eine ganze Menge. Und man hat vor kurzem, oder eigentlich nicht erst vor kurzem, schon länger Zeit festgestellt, dass diese Dinge dass man die nicht kaufen sollte, hat man das ja auch gewarnt, auch in Zeitungen mittlerweile.
Ja, wir müssen einfach aufpassen, dass wir dann eben auch diese Heilserwartung nicht auf diese Frucht setzen oder auf die Wissenschaft oder menschliches Bemühen, sondern dass wir dann eben auch Christus im Auge behalten. Und so ist es ja oft bei diesen Pflanzen und Vitaminen, da wird irgendwie das Augenmerk entweder, wie bei dem Doktorat, auf den besonderen Heiler, auf diese besondere Persönlichkeit gelenkt, ja, oder aber auf eine ganz besondere Wunderfrucht. Und wir hatten ja vorhin mal gesagt, dass wir da eben achten müssen, dass wir nicht das Geschöpf mehr ehren und anbeten als den Schöpfer. Ja, mir ist immer dieser Gedanke von dem Noah ein Vorbild, oder wie er einfach dann auch reagiert hat, als ihn die Arche gerettet hat. Ja, dann ist er an Land gekommen und dann hat er nicht etwa die Arche aufgebaut und hat sie als Götze verehrt und angebetet, sondern er hat einen Altar gebaut und hat Gott angebetet. Ja? Und so können wir das vielleicht als kleines Bild nehmen für diesen Gedanken, dass wir Acht geben müssen, dass wir nicht auch ja, diesen Heilern, diesen Ärzten oder Heilpraktikern oder auch diesen ganzen charismatischen Persönlichkeiten oder eben diesen ja, Geschöpfen, diesen Schöpfungen, den Früchten oder Vitaminen die Ehre geben. Ich habe wirklich schon gehört, Geschwister, auch in der Gemeinde kommen sie manchmal an und zeigen dir irgendetwas, einen selbst hergestellten Franzbranntwein oder irgendeine Pflanze und dann schwärmen die davon, so habe ich die noch nie von unserem Herrn schwärmen hören. Ja, ja, das ist wirklich so, ja. Müssen wir uns mal beobachten, ja, wie wir plötzlich unsere Augen wirklich nur noch auf die Dinge richten, ja, auf das, was uns dann angeblich geheilt hat, auf die Geschöpfe, ja, aber nicht auf den, der den Segen allein dafür geben kann, dass wir gesund werden, ja. Und das ist eine Verführung, wo wir einfach aufpassen müssen. Und diese ganzen Präparate sind extrem teuer, oft unverhältnismäßig teuer. Noch ein Beispiel dann zuletzt von Herbalife. Wahrscheinlich auch schon einige drauf gewartet, aber da gibt es nicht so viel zu sagen. Das ist eigentlich im Prinzip fast immer das Gleiche. Ja? Da werden einfach Präparate angeboten, die medizinisch gesehen, und da könnte ich euch wirklich eine ganze Liste zeigen, ich habe so einen Stapel gesammelt, medizinisch und pharmakologisch und von jeder Seite her fragwürdig sind, die aber einfach uns unnötig viel Zeit oder Geld abnehmen und rauben. Und da kosten einfach solche Dinge dann zum Beispiel, muss ich mal schauen, ah ja, da war eine Schwester, die hat das vertrieben und die musste dann zunächst mal, damit sie in dieses Vertriebssystem einsteigt, musste sie dann 15.000 Euro pro Jahr investieren am Anfang. Ja. Also es ist eine ganze Menge Geld, bis man erstmal in dieses System reinkommt. Und dann steht man in dem Zwang, wenn man das Paket hat, dann muss man es verkaufen. Ja. Und dann muss man Zeit rauben, Hausbesuche machen, Werbung machen. Ja, man, natürlich nicht jeder vertreibt die Dinge, aber auch dann, wenn wir das kaufen, müssen wir gucken, ja, ist das überhaupt was Sinnvolles und was kostet das eigentlich? Ja, weil wir sollen eben da auch Haushalter sein, auch für die Finanzen. Ja. Dann ist der Gedanke einfach noch, dass Herbalife beim Arbeitsamt Heilbronn zumindest registriert ist, oder da steht die Bemerkung Zusammenhang mit der Sekte Scientology. Ja. Es ist zwar nie recht bewiesen worden, es gibt ein paar Beweise, aber immer wieder taucht doch der Name Scientology auf im Zusammenhang mit Herbalife, und auch aus dem Grund muss man da einfach ein bisschen aufpassen, dass man da nicht noch zusätzlich in diese Falle gerät. Und diese Scientology-Sekte, wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, das ist also eine ganz gemeine Verführung, eine Sekte, die auch von der Bundesregierung verfolgt, oder wo man sagen, sehr im Auge gehalten wird, und eigentlich laufen da auch sehr viele Aktionen auch von der Regierung, um die wirklich im Auge zu behalten. Ja, das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, wo wir wirklich sehen, also man könnte das jetzt durchgehen, man würde einfach immer wieder auf die gleichen Prinzipien stoßen. Fragwürdige medizinische Zusammensetzung, viele Versprechungen, angeblich hilft es und heilt es alles, aber letztlich hilft es dann doch meist nur dem, der das Geld verdient. Und wir sind der Zeit des Geldes beraubt und eben auch unseren biblischen Werten über gewisse ja, biblische Begriffe und über gewisse biblische Tugenden, ja, zum Beispiel, wie gehe ich mit Krankheit und Leid um, und ist wirklich die Gesundheit das wichtigste Gut?
Und wenn wir noch ganz kurz auf dieses Aloe Vera, weil das ja drinnen steht, warten vielleicht einige. Da war meine eigene Schwiegermutter betroffen, die rief mich mal an und sagte, da seien so Damen gekommen und hätten ihr da was vorgeführt. Und hat sie gefragt, ob sie dieses Aloe Vera Produkt kaufen sollen. Damals war ich da schon ein bisschen informiert, habe ihr abgeraten. Diese Damen ließen sich fast nicht abschütteln, haben dann noch irgendwelche Versuche gemacht, chemische Experimente im Hause meiner Schwiegermutter und haben da zeigen wollen, wie wunderbar dieser Aloe Vera Saft reinigt und gegen alles hilft. Naja, schließlich hat sie es dann doch abbestellen können. Und ich habe mir dann mal so eine Aloe Vera Broschüre mal besorgt. Und da ist auch genau eben dieser Köder, ja, Aloe Vera, Pflanzen als Köder der Verführung. Ja. Und wenn man das mal, diese Aloe Vera Broschüre sieht, sieht man nur diese Pflanze, ist eigentlich auch keine schlechte Pflanze, ist eine gute Pflanze, gute Heilpflanze, hat Gott wunderbar geschaffen, zum Beispiel für äußere Dinge, für Verbrennungen oder irgendwelche Hautläsionen ist das eine gute Sache. Aber wenn wir dann mal genau diese Broschüre untersuchen, merken wir plötzlich, dass da doch eine ganze Menge nicht stimmt. Beginnt schon mit diesem Grundsatz, dieses Buch ist nicht als Anleitung gedacht zur Heilung von Krankheiten, es handelt von bewusster Lebensführung, vom Wissen, vom Respekt und von der Wertschätzung der Natur und vom Vertrauen in das eigene Leben. Wir können viel über Menschlichkeit, Dienen, Vergeben und Heilen lernen, wenn wir langsam rotieren, hinhören und hineinfühlen. Dann erkennen wir, dass uns das Leben und die Natur in Liebe und Fürsorge zugetan ist. Also durchaus biblische Begriffe, ja, Dienen, Vergeben, Heilen, Vertrauen, aber falsch angewendet, ja. Und wenn man das mal durchschaut, dann beginnt zunächst mit einer sehr mystischen Geschichte, wie vor 6000 Jahren in Ägypten dann ein bestimmter König dann für verletzte Menschen dann diese Pflanze auf wundersame Weise entdeckt hat, also mystische Dinge. Dann geht es weiter und mündet ein in eine homöopathische Betrachtung. Die Therapie von Dr. Klaus Bröderdorf ist jedenfalls eine homöopathische Nasotentherapie mit dem Ziel, Virusinfektionen bei MS auszuschalten. Bei ungefähr 70-80% seiner Patienten war diese Art von Behandlung erfolgreich. Plötzlich sind wir bei der Homöopathie. Wenn wir weitergehen, kommt noch die Astrologie dazu. Ich spare mir das jetzt. Es geht weiter. Das Wesen der Aloe Vera verkörpert das Yin-Yang-Prinzip und verbindet das Geistige mit dem Materiellen. Na, wo sind wir plötzlich gelandet? In den okkulten Dingen, ja. Merkt ihr was, ja? Und zum Schluss noch als Krönung hinzugefügt eine Empfehlung für eine Schweizer Schule, School of Life, Aloe Vera-Beratung, Yoga-Schule, Mental Conditioning und so weiter, ja. Also wir sehen hier, da ist wirklich ein Köder ausgelegt, an dem beiße ich an, in dem guten Glauben, dass ich da eine wertvolle Pflanze für meine Gesundheit finde. Wie gesagt, die Pflanze ist gut. Und plötzlich lese ich da drinnen und begebe mich dann in ganz andere Bereiche, die ich vielleicht gar nicht gesucht habe. Ich bin dann plötzlich drin, in dem Gedankengut von Homöopathie, von den anderen Dingen. Ja. Und da müssen wir eben Yin-Yang, ja, diese ganzen okkulten Philosophien, da müssen wir einfach aufpassen. Gut, wir wollen uns jetzt der Osteopathie zuwenden. Manch einer hat sich vielleicht gewundert und gedacht, es sei ein Versehen, dass ich diese Heilmethode damit hineingenommen habe. Aber wir werden uns gleich ein bisschen damit beschäftigen und ich denke, es wird dann jedem von uns klar sein, dass das kein Versehen ist. Aber ich will gerne mal sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit der Osteopathie zu beschäftigen. Es gab im Juni 2007 in der Topic einen Artikel, ein Heft, das ich sehr schätze, wo der Skammax auch die Arbeit von ihm, aber da war mir etwas aufgefallen, was ich nicht ganz so einordnen konnte. Da war ein Artikel, viele Heilverfahren haben einen weltanschaulichen Hintergrund und dann wurde in diesem Artikel eine Dokumentation genommen, die diese Heilmethoden in verschiedene Gruppen einteilen soll, damit man die besser als Christ unterscheiden und einteilen kann. Und dann waren da verschiedene Einteilungen und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht mit der Einteilung. Da war zum Beispiel eine Einteilung,
Heilverfahren, die keine besondere weltanschauliche Voraussetzungen haben, die keine besonderen weltanschaulichen Voraussetzungen haben und sich als Ergänzung zur naturwissenschaftlichen Medizin verstehen. In Klammer zum Beispiel Chiropraktik, Osteopathie. Es geht noch weiter, aber ich wollte das einfach mal herausgreifen. Also Heilverfahren, die keinen besonderen weltanschaulichen Voraussetzungen haben und sich als Ergänzung zur naturwissenschaftlichen Medizin verstehen, Chiropraktik, Osteopathie. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich angefangen, über viele, viele Monate zu recherchieren. Alles, was ich über Osteopathie in die Hände kriegen konnte, habe ich versucht zu finden. Es war gar nicht so leicht. Und habe dann mal versucht zu erfahren, was sich eigentlich hinter dieser Osteopathie versteckt. Habe mir zunächst mal den Lebenslauf von dem Begründer der Osteopathie vorgenommen, ein sogenannter Andrew Taylor Still, lebte 1828 bis 1917. Dieser Mann hat oder ist in einer Baptistenfamilie groß geworden, war also auch am Anfang unter dem Wort Gottes gestanden und es sah auch sogar so aus, als wenn er da in die Nachfolge seines Vaters tritt. Er ist dann aber abgewichen, hat sich dann mit verschiedenen anderen Richtungen beschäftigt, auch mit Spiritismus, mit Philosophien. Ganz besonders angetan hat es ihm die Lehre des Darwinismus. Die hat er also ganz besonders intensiv studiert und eigentlich dann auch über alles hochgehalten und auch über das Gesamtverfahren der Osteopathie gestellt. Er sagt also, diese Lehre des Darwinismus, diese Philosophie, die ist für ihn eigentlich so der Grundpfeiler und das Wichtigste. Ja, also ein bisschen sehr schwieriger Lebenslauf. Braucht, bis man da ein bisschen durchgekommen ist durch das Buch, aber es lohnt sich doch, um mal einigermaßen zu sehen, in welche Richtung sich dieser Mann entwickelt hat. Und wie gesagt, er entwickelte dann mit der Osteopathie ein philosophisches Konzept mit prägenden Grundgedanken, vor allem der Evolution. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Grundgedanke der Philosophie wirklich in allen Aufzeichnungen oder in allen Unterlagen über Osteopathie unbedingt betont wird. Das heißt, eine Osteopathie ohne philosophisches Konzept ist undenkbar. Das müssen wir wissen. Lesen wir zum Beispiel mal, die Osteopathie lässt sich zwar in die folgenden Teilbereiche einteilen, doch die Zusammenbetrachtung dieser Bereiche im ganzheitlichen Sinne muss immer gewährleistet sein, denn untersucht und behandelt werden immer alle Teilbereiche als Gesamtheit. Was sind das jetzt für Teilbereiche? Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Gott sei Dank hat mir dann auch eine gläubige Physiotherapeutin geholfen. Und es ist einfach so, es gibt drei Säulen dieser Osteopathie. Die eine ist die parietale. Unter diesem Begriff ist sie überhaupt nicht bekannt, denke ich mal. Dahinter verbirgt sich zum Beispiel auch die Chirotherapie und die manuelle Therapie. Also Verordnungen, die wir in der täglichen Praxis jeden Tag vornehmen, kann man sagen. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man überhaupt sich mit diesen Dingen beschäftigen müsste. Chirotherapie, manuelle Therapie. Eine Leistung, die auch von den Krankenkassen auch erstattet wird. Und eigentlich ist ja der Grundgedanke von dem Begründer, von dem Taylor Still, gar nicht so schlecht gewesen. Er hat sich einfach daran gestört, dass man oft bei der Behandlung von Patienten nur ganz gewisse Teilbereiche vornahm und die dann therapierte. Zum Beispiel bei Beschwerden im Schultergelenk nahm man oft dann nur dieses Gelenk dann zur Hand und nahm dann irgendwelche Wickel vor oder irgendwelche Behandlungen. Man hat aber diese anderen angrenzenden Bereiche, geschweige denn den ganzen Körper, dann schon zu dieser Zeit, zumindest wo er da wirkte und wo er das entwickelt hat, außer Acht gelassen. Und eigentlich ist es ja, wie das auch hier steht, ein guter Gedanke, ganz im ganzheitlichen Sinne eine Gesamtbetrachtung da
zu erzielen und dann auch, und das weiß man ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt eine Beinverkürzung hat von ungefähr 2 cm, weiß man, dass das nicht nur für den Bewegungsapparat im unteren Bereich Auswirkungen hat, sondern das hat sogar Auswirkungen bis zum Kiefergelenk. Ja? Ich kann davon eine Kiefergelenksarthrose bekommen. Ja? Das heißt, es ist gut, wenn wir in funktionellen Zusammenhängen in der Medizin denken. Ja? Das ist wichtig. Ja? Das wird auch in der Regel auch gemacht, im Großen und Ganzen. Aber das Problem ist eben, dass er jetzt in diese Überlegung hinein bestimmte Dinge hineingenommen hat, die doch bedenklich sind. Also das war jetzt die parietale Osteopathie. Dann gibt es eine sogenannte kraniosakrale Osteopathie, hat vielleicht schon mal jeder mal gehört davon. Da geht es um den Grundgedanken, dass man, oder man nimmt an, ist aber nie bewiesen worden, dass im Rückenmarksbereich, im Kopf und Rückenmark, die Hirnflüssigkeit, der Liquor, in einem ganz bestimmten Rhythmus angeblich zirkulieren oder schwingen soll, und der Kraniosakraltherapeut versucht, durch das Auflegen der Hände dann diesen Rhythmus wieder zu normalisieren und harmonisieren und dadurch auch bestimmte Probleme, Gesundheitsstörungen, zum Beispiel auch bei Säuglingen durchaus, dann in den Griff zu kriegen. Und dann gibt es die sogenannte viszerale Osteopathie, wo man eben versucht, dann auf bestimmte Organe und Organsysteme zu wirken und wo man einfach auch den funktionellen Zusammenhang zwischen den Gelenken und den Organen, die ja miteinander durch Sehnen und Faszien und Bänder verbunden sind, einfach zu berücksichtigen. Also eigentlich der Grundgedanke ist nicht verkehrt, ja. Aber schon dieses kraniosakrale System klingt sehr merkwürdig, ja, mit diesen Schwingungen und diesem Rhythmus und dieser Harmonisierung und diesem Handauflegen. Und in der Tat muss man sagen, dass es also eine Sache ist, die man von vornherein als suspekt betrachten muss. Auch diese viszerale Osteopathie, die geht meist so vor, dass der Therapeut dann die Hände auflegt und dann versucht, durch dieses Handauflegen dann eine gewisse Arbeit zu verrichten. Ich möchte zum Beispiel mal lesen aus einem Buch von Gräf und Unser, gibt es ja immer wieder solche Empfehlungen, das ist über Osteopathie, habe ich mir damals mal geholt. Da steht hier die Philosophie der Osteopathie und dann steht hier: die feine Entwicklung der Hände als überragendes Tastorgan stellt eine Kunst dar. Das intuitive Erfassen der Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele ist Grundlage der philosophischen Betrachtung. Und der Still hat mal gesagt: mein Ziel ist, den Osteopathen zu einem Philosophen zu machen und ihn auf den Boden der Vernunft zu stellen. Es gibt sehr, sehr viele Aussagen von diesem Still. Ich habe mir extra ein Buch besorgt, das habe ich jetzt nicht dabei, habe mir mal geschaut, was hat er eigentlich für Gedanken gehabt, er auch in Bezug auf Religion oder auf bestimmte Ansichten. Das ist erschreckend, wenn man das durchliest, wie weit das von der Bibel abweicht. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen, das kann nur ein Teilaspekt oder ein Puzzle in diesem Gesamtmosaik sein und wir müssen einfach schauen, dass wir durch Puzzle zu irgendeiner Aussage kommen und die wird schwer genug sein. Ja. Jetzt wollen wir mal weitergehen. Jetzt haben wir diese ganzen Teilbereiche und jetzt müssen wir mal schauen, wie beschreibt sich denn so die Osteopathie bei der Anwendung dann. Und da tauchen plötzlich Begriffe auf, die doch auch stark vermuten lassen, dass es da doch auch mit übersinnlichen Dingen zugeht. Allein der Gedanke, dass ich durch Handauflegen irgendwo eine Änderung am gesamten Körpersystem vornehmen kann, die muss uns schon suspekt sein. Woher kennen wir das? Aus der Geistheilmethode. Ja? Und interessanterweise ist es wirklich so, dass die Zeugnisse, von denen wir nachher hören, auch wirklich genau dieses Wärmephänomen auch berichten. Ja? Dass wir bei der Geistheilung ganz eindeutig vorliegen haben. Und jetzt habe ich einfach Ausdrucke aus dem Internet, da steht zum Beispiel: neben den anatomischen Kenntnissen ist dabei vor allem die Fähigkeit der Visualisierung des Therapeuten entscheidend. Die Visualisierung ist eine der ältesten unbiblischen Therapierichtungen. Dann: nach Auffassung Stills heilt sich der Körper bei Störungen grundsätzlich selbst
und es ist nicht möglich, ihn von außen zu heilen. Die Osteopathie soll die Selbstheilungskräfte aktivieren und fördern. Das heißt, nur der Körper kann sich selber heilen. Eine Heilung von außen, auch durch Gott, ist eigentlich nicht möglich. Dann haben wir hier ein paar Gedanken zur kraniosakralen Therapie. Steht hier, es gibt heutzutage eine Vielzahl von energetischen Heilmethoden, wie Reiki, Prana, Healing, japanisches Heilströmen und ähnliches. Und es gibt die unterschiedlichsten manuellen Behandlungsmethoden, angefangen von der klassischen Massage über Chirotherapie bis hin zum Rolfing. In diesem Feld zwischen energetischen und manuellen Behandlungsformen findet die kraniosakrale Therapie ihren Platz. Sie ist gleichzeitig manuelle Therapie, das heißt korrigierende Arbeit auf der körperlichen Ebene, als auch energetische und emotionale Ausgleichs- und Lösungsarbeit. Der Mensch wird aus der Sicht dieser Methode als ganzheitliches und komplexes Energiesystem betrachtet und entsprechend behandelt. Das bedeutet, dass es nicht um isolierte Korrekturen von bestimmten Beschwerden geht, sondern um die Auflösung von in den Körper eingeschriebenen physiologisch oder emotional bedingten Blockaden, um so den Menschen wieder in sein energetisches Gleichgewicht zu bringen. Dies ist ein Ansatz, den die Kraniosakraltherapie mit der chinesischen Medizin und mit anderen integrativen Körpertherapien gemeinsam hat. Und nicht zuletzt liegt der Reiz dieser Arbeit in der besonderen Qualität für den Behandler. Er muss lernen, sich meditativ auf seinen Klienten einzustimmen und die Intuition und Intelligenz seiner Hände zu vertrauen. Das Erspüren der subtilen Eigenbewegungen des kraniosakralen Systems, also dieser Schwingungen im Liquorwasser, der Knochen und des Gewebes eröffnet ihm immer tiefere Dimensionen der Wahrnehmung. Wir könnten da noch weitergehen. Wir kommen also hier auf lauter Begriffe, die uns sehr bekannt vorkommen und die uns wirklich stutzig machen müssen. Hier zum Beispiel noch, entweder erfolgt dieser Austausch in einer harmonischen und gleichmäßigen Art und Weise, die Person erfreut sich dann guter Gesundheit, oder aber das energetische Gleichgewicht ist teilweise oder völlig gestört, der Betreffende ist dann krank. Dieser Energieaustausch erfolgt im Inneren des Organismus, des Menschen, aber auch nach außen in seinem Verhalten zur Umwelt, zum Universum. Der Mensch bildet auch hier ein Glied in der kosmisch-energetischen Kette. Also merkt ihr was? Da wird es schon wirklich langsam ernst. Ja. Das heißt, wir haben hier Begriffe in der Osteopathie, die sich in anderen unbiblischen, übersinnlichen Heilverfahren wiederfinden, wie Energiestauungen, Visualisieren, sensible Hände, die mit dem Körper eines Menschen sprechen können und so weiter und so fort. Und dann eben, wie gesagt, der Anspruch, dass man einmal die Osteopathie nicht von dem Gesamtsystem der Philosophie loslösen kann und auch, dass man diese drei Teilbereiche auch nicht voneinander trennen kann. Ja. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Wie ordnen wir so etwas ein? Wie ordnen wir das ein in der Praxis, wo wir doch wissen, dass es da wirklich tagtäglich Verordnungen gibt? Auch ich mache diese Verordnungen mit manueller Therapie. Ich will vielleicht noch, bevor ich da zu der Praxis komme, zu dem praktischen Teil, noch ganz kurz mal einen Fall berichten, wo eine Frau zu mir kam, die war bei einem Krankengymnasten, den ich selber kenne, oder bei einem Orthopäden, der hat ihn zur Krankengymnastik geschickt und der hat mit ihr dann die parietale Osteopathie gemacht, also die manuelle Therapie. Und er hat dann empfohlen, so hat mir die Patientin gesagt, sie solle sich jetzt nach einem viszeralen Osteopathen umgucken, weil sie wahrscheinlich Probleme auch mit der Niere oder anderen Organen hätte. Ja? Das heißt, es greift ineinander über, zumindest bei den echten Osteopathen. Und dann war eine Patientin von mir, die habe ich dann ausgefragt, die war übrigens bei einem Gläubigen, der sich Christ nennt, Osteopathen. Und sie hat dann eben gesagt, dass sie dann gespürt hat, wie es
fließt und wie es, nein, der Therapeut hätte gesagt, er spürt, wie es fließt, diese Energien, und sie selber hat mir dann gesagt, es wird immer warm, wenn er das gemacht hat. Ja? Und jetzt ein paar interessante Fallbeispiele von wiedergeborenen Kindern Gottes. Ein Fallbeispiel aus der Schweiz, für den ich sehr dankbar bin, mein Erlebnis mit kraniosakraler Therapie. Physiotherapie wegen Beckenbodenmuskulatur. Physiotherapeutin macht Massage, um verspannte Punkte zu lockern. Sie weist darauf hin, dass ich Kopfschmerzen bekommen könne. Das trifft ein und auch mein Schwindel und auch noch Schwindel. Nächstes Mal in der Therapie am Freitag. Ein Merkblatt über kraniosakrale Therapie liegt aus. Therapeutin macht noch einmal Massage. Unerklärliche Unruhe über das Wochenende. Ich habe den Eindruck, meine Gebete kommen nur bis zur Decke. Bibellesen ist ein Krampf. Montagmorgen Telefon mit einem Prediger. Dieser hat schon von dieser Therapie gehört und setzt große Fragezeichen dahinter. Er spricht ein Lossagegebet. Ich bete auch. Ein tiefer Friede und Ruhe kommt über mich. Ich habe wieder Freude am Leben mit Gott. Zweites Beispiel. Eine Physiotherapeutin, die sich von einer Lehrerin für Physiotherapie massieren ließ und dann stutzig wird und dann hinterfragt die Therapeutin, was sie eigentlich machen würde. Und sie hat dann eben zugegeben, dass sie da eine Technik aus der Osteopathie angewendet hat. Sie hat übrigens auch geschrieben, während der Behandlung spürte ich, dass ein strömend fließendes Gefühl von den Händen der Therapeutin ausging. Und als sie dann wieder die normale manualtherapeutische Behandlung gemacht hat, dann ließen die inneren Widerstände nach, schreibt sie. Ja. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr suspekte Geschichte. Hier ist noch ein Zeitungsartikel über Kraniosakraltherapie, Sturz vom Tisch wegen sanfter Therapie. Auch solche Dinge gibt es. Die Kraniosakraltherapie gilt als sanfte Heilmethode, doch Therapeuten können bei Patienten großen Schaden anrichten. Simon Keller fiel unter Zugungen vom Tisch. Ich meine, inwieweit das jetzt seriös ist und so, weiß ich jetzt nicht, aber einfach nur als Hinweis darauf, es gibt auch wirklich kritische Stimmen und ich schließe mich diesen kritischen Stimmen sehr wohl an. Und nicht nur ich, weil ich nämlich auch da eine kompetente Person um Mithilfe gebeten habe. Ich habe damals meine sämtlichen Bedenken zusammengetragen in einem Brief, habe alle Unterlagen, noch mehr als ihr hier seht, noch viel, viel mehr, an dahin geschickt. Und zwar an unseren Bruder Lothar Gassmann, der vorhin unter uns weilt. Er konnte leider jetzt nicht bis jetzt bleiben. Er hat großes Interesse auch, wie es da weitergeht, wie man die Osteopathie wirklich einordnen sollte. Er hat sich die ganzen Dinge durchgeschaut, hat mich angerufen und hat gesagt, diese Methode ist unbiblisch. Hat mich sofort gebeten, ich solle mich mit dem Bruder Michael Kotsch in Verbindung setzen, soll ihm die Unterlagen schicken, damit er in einem Aufklärungsheft, was er gerade bearbeitet hat, dann auch diese Gedanken zur Osteopathie mit einbringen kann. Ja, ich habe dann auch mit dem Bruder Skamrax dann auch Kontakt aufgenommen und er war dann auch ein bisschen ratlos. Er hat mir dann auch gesagt, ja, dass eigentlich auch sehr viele Bekannte, gute Bekannte von ihm diese Methoden machen und auch von ganz Deutschland dann die Leute zu ihm kommen, auch Christen, die das anwenden. Und er war dann auch ein bisschen verunsichert. Ich habe bis heute nichts wieder von ihm gehört, aber er hat mir versprochen, dass er die Dinge sehr ernst nimmt. Ich schätze ihn, wie gesagt, auch als sehr wahrheitsliebenden Bruder ein und hoffe, dass er auch wirklich die Dinge ernst nimmt und dass er einfach dann auch ja, daran bleibt. Interessanterweise gab es auch in der Ethos mal, die Ethos ist eigentlich eine sehr gute Zeitschrift, das ist fast die einzige Zeitschrift, die ich im Wartezimmer auslege, mit der Lydia, alles andere liegt da nicht. Und da war auch mal ein Bericht über manuelle Orthopädie, Rückenleiten, 3 Ärzte gehen einen neuen Weg. Und da lesen wir auch über manuelle Orthopädie. Ich habe einen Bruder getroffen, der hat mir gesagt, er hat recherchiert, er hat dort angerufen. Das, was da beschrieben ist, ist nichts anderes als Osteopathie. Wir haben hier eine Zeitschrift, die habe ich letzte Woche bekommen. Bundesweite Ausbildungsstandorte manuelle Therapie, manuelle Medizin, Bedeutung nimmt zu. Hier steht unter anderem eben auch, Ziel ist es, über den Tastsinn der Hände
die Diagnostik um wichtige Punkte zu erweitern, etwa um Funktionsstörungen, Temperaturdifferenzen, Muskelverspannungen und vegetative Funktionen des Organismus, die mit keinem bildgebenden Verfahren darstellbar sind. Ja, und das schreiben die eben auch hier drin, dass da, wo kein Verfahren, kein diagnostisches Mittel mehr in der Lage ist, eine Diagnose oder Therapie zu erzeugen, man dann eben mit der sanften Therapie Heilungen erzielt. Ja, lauter Dinge, die uns zeigen, dass diese Osteopathie also wirklich sehr, sehr weit infiltriert ist in alle Behandlungssysteme Deutschlands und der Welt, kann man sagen. Und man sieht wirklich seit Jahren, wie Pilze aus dem Boden die Osteopathiepraxen schießen. Aber die Frage stellt sich, wie gehe ich damit um? Ich habe also kein Patentrezept, Geschwister. Ich kann euch nicht kein Patentrezept sagen, aber ich hätte einen Vorschlag, den ich so auch praktiziere. Ich denke, wenn jemand manuelle Therapie macht und sich wirklich auf die Chirotherapie beschränkt und auf die manuelle Therapie, die man also noch, kann man sagen, physiologisch, anatomisch nachvollziehen kann. Und wenn er kein Gesamtkonzept der Osteopathie mitmacht, das ist also wichtig, ja, man müsste dann fragen, dann denke ich, kann man das noch durchgehen lassen. Aber sobald man hinterfragt und der Mensch sagt, jawohl, er ist ein ganz eingefleischter Osteopath und er sieht das in diesem Gesamtkomplex der osteopathischen Philosophie und dieses Gesamtmechanismus, den wir jetzt besprochen haben, dann wird es kritisch und dann würde ich raten, diesen Behandlungsort nicht mehr aufzusuchen. Man könnte eben auch fragen, welche Form der Osteopathie dort angewendet wird, ob es eben die parietale oder die viszerale ist. Wie gesagt, diese parietale, denke ich, und die fällt ja Chirotherapie und manuelle Therapie, die könnte man noch, würde ich mal jetzt so sagen, noch durchgehen lassen. Aber sobald man eben merkt, da arbeitet jemand in diesem viszeralen Bereich oder eben mit dieser Kraniosakraltherapie oder eben dieses Gesamtkonzept der Philosophie greift auch damit rein in die parietale Behandlung, da denke ich, sollte man sehr vorsichtig sein. Aber ich gebe zu, das ist eine der größten Herausforderungen, vor denen ich persönlich in meinem Glaubensleben gestanden bin und noch stehe, weil ich die Verantwortung für meine Patienten habe. Und ich habe es einfach so gemacht in letzter Zeit, dass ich mir einfach Zeit nehme und jedes Mal dann, wenn ich sehe, da sind manuelle Behandlungen gemacht worden, dass ich mir dann möglichst dann viel Zeit nehme und dann nachfrage, wer hat es gemacht, wie ist es gemacht worden. Und so langsam lernt man dann auch die Therapeutin in der Umgebung kennen und kann das ein bisschen einordnen, in welchem Bereich oder nach welcher Methode die dort arbeiten. Aber ich gebe zu, das kann man also im Moment nicht ja, endgültig beantworten. Ich bin da selber noch dabei zu lernen und zu prüfen. Und ich denke, das ist ja auch ein Gebetsanliegen, dass ich euch mit nach Haus geben möchte, dass ihr einfach dafür betet, dass Gott der Weisheit schenken möchte. Weil wir wollen ja auch nicht irgendwie jetzt anfangen, mit der Brechstange da irgendetwas zu tun, wo wir vielleicht mehr Schaden erleiden. Ja? Das würden manche Menschen wirklich nicht verstehen, wenn wir wirklich das Kind mit der Badewanne ausschütten und sagen, das ist alles okkult, das ist alles übersinnlich, das können wir, denke ich, so nicht machen. Ich denke, der Schaden wäre größer für das Reich Gottes und für uns selbst, als wenn wir wirklich einfach jetzt beten dafür und wenn wir einfach Gott bitten, dass er uns wirklich zeigt, wie wir vernünftig mit diesem Bereich der Therapie umgehen können. Das war mir also ganz wichtig, deswegen habe ich mir wirklich viel Zeit genommen. Übrigens, unser Bruder Schwader war da auch angegriffen worden, in Anführungsstrichen. Er war da auch mal in Behandlung bei einer Physiotherapeutin, die zunächst eine ganz normale Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage, also Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage gemacht hat und dann später hat sie angeboten, mit dem Kind Osteopathie zu machen. Und dann hat mich der Matthias dann gefragt, was ich davon halte und ich habe ihm dann auch gesagt, er soll die Finger davon lassen. Aber wenn man sich da nicht auskennt, man rutscht da so rein und plötzlich ist man drin und man weiß gar nicht, was an einem oder an den Kindern da getan wird. Also beten wir da um viel, viel Weisheit. So, ich denke, jetzt können wir... Nein, das müssen wir weitermachen. Aber ist nicht mehr lang. Ja, jetzt werdet ihr euch sicher auch zu Recht gefragt haben, was darf ich als Christ unbedenklich anwenden?
Bleibt da überhaupt noch was übrig? Ich denke schon. Und ich denke, wir müssen auch jetzt ja nicht irgendwie eine panische Angst haben vor allem, was wir da machen und einnehmen. Wie gesagt, der Geist Gottes wird uns da sicher helfen, und wenn wir da einfach mit aufrichtigen Herzen das immer wieder vor Gott bringen, werden wir da auch keinen Schaden nehmen. Also ich werde jetzt mal ein paar unbedenkliche Dinge mal mitteilen. Heute beim Abendessen haben wir guten Honig genossen. Gestern auch. Und das ist zum Beispiel ein Mittel aus der Natur, aus der wunderbaren Natur Gottes, aus der wunderbaren Schöpfung Gottes. Ganz einfache Sachen, ja, die man da anwenden kann. Und es gibt ja viele, viele andere. Ja. Diese klassischen Naturheilverfahren im engeren Sinne, die beinhalten ja Dinge oder Anwendungen, die man, wie gesagt, physikalisch, physiologisch nachvollziehen kann, wo also Kräfte wie Wärme, Kälte und dergleichen, Luft, Sonne, Wasser am Wirken sind, die also durchaus nicht unbiblisch sind, sondern biblisch und die wunderbar von Gott gemacht sind. Gerade die Bewegung, Bewegungstherapie, frische Bewegung, diese ganzen Kneippschen Regeln, die ja in unserer heutigen Gesellschaft so vernachlässigt werden, das sind also wunderbare Sachen. Ja. Alleine schon, wenn wir uns jeden Tag genug bewegen an der frischen Luft, das ist schon wirklich die halbe Miete. Ich kann euch sagen, dass die Stuben als Stubenhocker zu Hause sind und ihre Kinder zu Hause lassen, dass die viel häufiger Erkältungen haben und viel häufiger auch krank sind. Ja. Vor kurzem stand übrigens was Interessantes in der Ärztezeitung, da hat man geschrieben, hat man geforscht, und da stand dann, also dicke Menschen, also die Übergewicht haben, die sich aber bewegen regelmäßig, sind gesünder als Normalgewichtige, die sich nicht bewegen. Ja? Das war also eine Studie, die man da gemacht hat und wo man das eben festgestellt hat. Ja? Da nützt uns dann auch die ganze Diät nichts, wenn wir dann nur zu Hause hocken und die Uhr stellen und das ganze Zeug da einnehmen und uns da gar nicht mehr bewegen können, weil gar keine Zeit mehr ist. Ja? Aber die einfachen Dinge sind es, die ich euch einfach ans Herz legen möchte, ja. Spaziergänge, ja. Ich mache jeden Morgen, das ist das Erste, was ich mache, eine halbe Stunde Spaziergang, ja. Und das hilft, ja. Das macht den Kopf frei und das tut die Gelenke durchbewegen, die frische Luft ist wunderbar. Und wenn es geht, gehen wir in die Sonne und bewegen uns viel mit den Kindern. Also das ist eine wunderbare Sache, ja. Oder eben diese Kneippschen Dinge, ja. Wo man das Hydro- oder Thermotherapie eben dann wirkt. Dann gibt es ja die sogenannte Ordnungstherapie, auch das gehört dazu. Was verbirgt sich dahinter? Ein geregelter Tagesablauf mit ausreichend Schlaf, mit der rechten Planung auch für Freizeit und so weiter. Das gehört auch zu einem gesunden Leben, denkt auch keiner oder kaum noch einer dran. Natürlich ist man in gewissen Zwängen, wo man nicht rauskommt von der Zeit, ja. Und vom Rhythmus, Schichten zum Beispiel, Nachtschichten. Ja. Dann gibt es eben dieses ganze Gebiet der klassischen Massagen. Ich hatte ja gesagt, aufpassen muss man eben bei dieser Preuß-Massage oder bei diesen Dingen, die sie auch Massage nennen oder wo man Akupressur da reinmacht. Aber ansonsten diese ganzen klassischen Massagen, wie gesagt, meine Frau ist sehr dankbar, dass ich immer mal wieder mir Zeit nehme und sie massiere. Oder auch die Lymphdrainagen, die man machen kann. Dann gibt es ja die ganze Palette der Phytotherapie. Ja? Man sagt manchmal nicht umsonst im Volksmund, dass gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen ist, ja. Kennen wir den Ausdruck, und es ist wirklich so, dass Gott diese wunderbaren Pflanzen geschaffen hat und die dürfen wir anwenden, und ich verschreibe sehr, sehr viel pflanzliche Mittel bei Kindern und bei Erwachsenen. Leider darf ich sie bei Erwachsenen kaum noch verschreiben, da darf ich sie nur noch empfehlen. Selbst bei Kindern über 12 Jahre darf ich sie nicht mehr auf Rezept schreiben. So weit sind wir schon. Dann gibt es Wickel, die man machen kann. Macht man auch kaum noch. Oft empfehle ich, dass man einfach Quarkwickel macht oder Krautwickel. Die Physiotherapeuten, die Nationalmannschaft betreuen im Fußball, die arbeiten fast ausschließlich mit Kraut- und Quarkwickel. Habt ihr das gewusst? Das ist so. Ja? Ja, mit ganz natürlichen Mitteln. Ja? Die sind nicht so dumm und nehmen sofort Cortison und alles. Die wissen ganz genau, was dann passiert. Natürlich, manchmal muss es sein, aber im Großen und Ganzen gehen die sehr vernünftig und naturheilkundlich an die Sache ran. Dann haben wir den Bereich der Eigenbluttherapie, ist heute schon angesprochen worden. Ich sehe da nichts Verwerfliches dran, dass man da Blut abnimmt, ungefähr 2 Milliliter, und dass man den in den Po-Muskel injiziert. Und dadurch wird ein immunologisches Phänomen ausgelöst, was zum Beispiel bei häufigen Herpes-Zoster-Erkrankungen hilft. Da habe ich gerade eine Patientin, die ich da therapiere. Oder bei
Immunstörungen, wenn man häufig krank ist, oder auch bei Allergien kann das durchaus mal helfen, dass sich die Anzahl der Allergien reduziert. Dann gibt es die Symbiose-Lenkung. Was verbirgt sich dahinter? Da nimmt man einfach biologische Präparate, lebende oder abgetötete Bakterien, die aber aktiviert werden können, im Darm, im Dünndarm und Dickdarm, und man wirkt damit auf die Darmflora des Menschen, und viele Prozesse, auch immunologische Prozesse, aber auch Prozesse, die dann die Haut beeinflussen, die spielen sich im Darm ab. Ja? Und da kann man sehr gut auch über solche einfachen Mittel, über solche Präparate auch dann auf diese Symbiose einwirken, auf die mikrobiologische Flora des Magen-Darm-Bereiches. Dann die Sonne, ja, gerade bei Depressionen, aber auch allgemein zur Infektprophylaxe. Die Sonne wirkt auch über das Vitamin D infektreduzierend, hat allgemein auch einen guten Effekt, wenn man es natürlich nicht übertreibt. Ja. Dann gibt es diese Klimakuren im Gebirge oder an der See. Dann gibt es die Reizstrombehandlung, nennen sie auch Elektrotherapie. In dem Fall dürfen wir das machen, weil das an eine Stromquelle angeschlossen wird, und da ist ein spürbarer Strom oft, den wir merken und der also auch nachprüfbar ist physikalisch. Dann kann man sogar Gifte von Schlangen nehmen. Es gibt Salben, Finalgon, da sind Gifte von Schlangen drin. Das kann man nehmen. Es gibt Heilwassertrinkkuren, die wir nehmen können. Es gibt wunderbare Mineralstoffe, die man aber bitte zielgerichtet einsetzt. Ja? Dieses ganze pauschale Einnehmen, das ist ein Unsinn. Erstens, die Dosierungen dieser Mittel, ich habe mir das genau angeguckt, ich beschäftige mich eigentlich schon noch vor dem Studium, habe ich mich mit Mineralstoffen und Vitaminen schon beschäftigt. Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Aber wenn man das anschaut, das sind erstens ganz geringe Dosierungen, und dann nimmt man das ja als Komplex ein. Das heißt, das verdrängt sich nochmal bei der Aufnahme im Körper, zum Beispiel Calcium und Magnesium verdrängt sie oder Mangan, und dann wird nur ein Bruchteil aufgenommen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Wenn, dann sollte man mal eine Mineralstoffanalyse machen lassen, zum Beispiel Zinkspiegel mal bestimmen, bestimme ich oft Zink- oder Magnesiumspiegel, ja, oder Eisspiegel, und dann kann man zielgerichtet diese Leute therapieren. Und wenn das mal bei einem erniedrigt ist, es bleibt meistens erfahrungsgemäß ein Leben lang erniedrigt. Das heißt, meist brauche ich dann ein Leben lang dann dieses Mineral, natürlich nicht in Überdosierung, aber in sinnvoller Dosierung, und kann damit auch die Mangelzustände beheben. Ja. Dann gibt es wunderbare Vitamine, Vitamin C zum Beispiel, natürliches Vitamin C, was aus der Acerola-Kirsche gewonnen wird. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich glaube gar nicht mehr so viel, wir müssen beschleunigen. Vitaminpräparate, ja. Dann Enzympräparate, dann das Schröpfen, das unblutige Schröpfen zum Beispiel auch, kann man auch Verspannungen damit lösen, auch immunologische Dinge in Gang setzen. Also es gibt so eine Vielfalt wirklich, die man da anwenden kann. Erst vor kurzem war ein Loblied in der Münchner Medizinischen Wochenzeitschrift, gerade vom 9. Oktober. Phytotherapie bei Atemwegsinfekten, wie gut heilt die Natur? Ich habe mir das durchgelesen, fantastisch. Die schreiben sogar darin, das was ich gesagt habe, es ist für sie unverständlich, wie die nachweisbaren, wirksamen pflanzlichen Mittel nicht von der Kasse verordnet werden, ja, oder bezahlt mehr werden, weil es wirklich eine wunderbare Wirkung hat. Und ich verschreibe zum Beispiel das Gelomethyl Forte wirklich kiloweise, und das wirkt wunderbar bei Sinusitis, also bei Nebenhöhlenentzündung oder bei Bronchitis. Aufpassen müssen wir bei dem Kontramutan. Und bei dem Kontramutan, da haben wir genau diese Verführung des Diabolos. Hier haben wir das, was ich euch sagte. Kontramutan, das pflanzliche Antiinfektivum mit nur einer Arznei gegen das gesamte Symptomenspektrum. Kontramutan, das pflanzliche Antiinfektivum. Stimmt überhaupt nicht, weil darin nämlich Aconitum napellus D4 zum Beispiel drin ist, Belladonna D4, homöopathische Mittel. Wird als pflanzliches einfach geworben. Aufpassen auch bitte bei diesem Buch Gesundheit aus der Apotheke Gottes von Maria Treben, weil in der neueren Fassung liest man nichts mehr drin, aber die alten Bücher zeigen eindeutig, und das schreibt sie eben auch, wenn sie nicht mehr weiter wusste mit ihren Kräuterzusammensetzungen,
dann hat sie das Bild ihrer toten Mutter befragt und hat dann durch Spiritismus diese Rezepturen zusammenbekommen. Das liest man in den neuen Heften nicht mehr, aber da sind viele Zusammensetzungen durch Spiritismus entstanden. Wie gesagt, die Kräuter selber sind nicht verwerflich, aber ich denke, dadurch, dass man weiß, dass diese Zusammensetzung des Spiritismus vor allem auch entstanden sind oder unter anderem, würde ich mit diesem Heft vorsichtig sein. Dann geht es weiter. Woran kann ich unbiblische Heilverfahren erkennen? Diesen Punkt möchte ich ganz kurz nur abhandeln. Er ist sehr schön beschrieben in diesem Heft, was sich viele mitgenommen haben, alternative Heilverfahren, Hilfe oder Gefahr. Und da lesen wir das sehr gut beschrieben. Da gibt es unsichere Kriterien, die man da anwenden kann. Man kann aber auch sichere Kriterien dann anwenden, wo man zum Beispiel das Menschenbild hinterfragt, das Gottesbild, das Weltbild, die Wirkungsweise und die Auswirkungen, auch die Zusammenhänge zur Philosophie, wie wir heute herausgearbeitet haben. Aber es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Es ist sehr schön herausgearbeitet in dieser Broschüre. Wenn jemand noch eine Kopie braucht, ich kann das auch gerne weggeben. Oder hier ist auch noch ein Heft, was man kaufen könnte. Dann könnt ihr das nehmen oder wir könnten auch ein paar Kopien noch vielleicht machen, ja, im Laufe der nächsten, also heute oder morgen, ja. Gut, und dann die Auswirkungen der okkulten Heilverfahren möchte ich jetzt mal hier zum Schluss ansetzen, weil wir jetzt auch gemerkt haben, auch die vielen Dinge, die wir als sogenannte pflanzliche und Vitamindinge gesehen haben, sind auch doch immer wieder okkulte Dinge mit hineingekommen oder ragten damit hinein. Ja, wie gehen wir jetzt um mit diesen ganzen Dingen? Oder besser gesagt, zunächst die Auswirkungen, bevor wir das andere machen. Auswirkungen, keine Freudigkeit am Gebet, kein Verständnis oder sogar Abwehr gegenüber dem Wort Gottes. Manchmal sogar ganz typisch, dass man einschläft, sobald das Wort Gottes gepredigt wird. Ja. Dann hat man damit verbunden eben auch keine Offenbarung mehr aus der Heiligen Schrift. Das heißt, das Wort Gottes sagt mir überhaupt nichts. Und das Wort Gottes sagt ja auch an einer Stelle, dämpft nicht den Heiligen Geist. Ja? Und der Geist Gottes führt uns eben zu aller Wahrheit, in alle Wahrheit beim Lesen des Wortes Gottes. Da sind wir ganz angewiesen. Wenn wir aber Dinge tun, die Gott nicht gefallen, egal ob das jetzt okkulte oder andere Heilverfahren sind, dann dämpfen wir den Geist. Und es kann sein, dass wir dann einfach auch, dass das Wort Gottes uns nichts mehr zu sagen hat. Typische Auswirkungen sind auch kein innerer Friede, Unruhe, Ängste, Depressionen, Lästergedanken, besonders auch nach der Methode des Besprechens hat man das. Dann Lauheit und Trägheit im ganzen Glaubensleben, man möchte keine Gemeinschaft mehr haben mit anderen Christen. Ja, es kann sogar zum Abfall vom Glauben kommen. Und es ist wirklich so, dass auch da ganz viele Depressionen auch entstehen können, viele, viele Nöte bis hin zu Selbstmorden. Und da kann man nur hoffen und beten, dass man eben das erkennt, dass man da einfach umkehrt. Ich denke, wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten, dass wir sagen, also jede Sünde ist eigentlich in Gottes Augen verwerflich. Wir können jetzt nicht den Fehler machen, können sagen, nur übersinnliche Verfahren oder nur okkulte Dinge, nur Spiritismus oder dergleichen sind in den Augen Gottes ein Gräuel. Ja. Das ist nicht so, sondern jede Sünde, ja, die in unser Leben kommt, die müssen wir einfach ernst nehmen. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass Gott okkulte Sünden schlimmer sieht oder schwerwiegender beurteilt als allgemeine Sünden. Ja. Wir kennen das Beispiel von dem Ananias, der gelogen hatte, Ananias und Sapphira, und dann wird beschrieben oder es wird ihm gesagt, dass der Satan ihn begehrt hat, dass der Satan ihn überwunden hat. Ja. Das heißt, wir können da keine großen Unterschiede machen. Unterschiede können wir nur in Bezug darauf machen, dass erfahrungsgemäß das Herauslösen oder die Umkehr von diesen okkulten Heilverfahren doch etwas schwieriger oft ist, dass es gut ist, wenn dabei ein
Seelsorger ist. Es muss aber kein Spezialseelsorger, Okkultseelsorger sein. Das ist ein Unsinn. Manche denken, dass er braucht einen ganz speziellen Seelsorger. Ist schon gut, wenn er etwas Erfahrung hat in dem Gebiet, aber es muss nicht sein. Entscheidend ist eigentlich die Herzenshaltung des Betreffenden, ja? Dass man diese Dinge mit aufrichtigem Herzen zu Gott bringt und dass man dann einfach auch eine Befreiung davon erfahren darf, nachdem man tiefe Herzensbuße getan hat und nachdem man diese Dinge loslässt und einfach um das Kreuz legt. Und dann kommt wieder der Friede Gottes und Gott kann da befreien, ja, sowohl Ungläubige als auch Gläubige, die in solche Dinge hineingeraten sind. Natürlich ist es manchmal ein langer Kampf, gerade bei Ungläubigen. Bei mir war es auch ein langer Weg. Und ich habe es gemerkt, wie mich diese ganzen Dinge wirklich zurückgehalten haben, auch im Verständnis des Wortes Gottes und in vielen Dingen. Aber Gott befreit. Wir kennen alle diesen Bußpsalm 32. Ja, wollen wir vielleicht ganz kurz mal lesen. Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen, denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürrer wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Das heißt, mit aufrichtigem Herzen unters Kreuz kommen und Vergebung erfahren. Wir sehen sogar Beispiele in der Bibel, wo sogar Menschen, ohne dass sie überhaupt den Willen hatten, davon loszukommen, Befreiung erfahren. Ja? Das heißt, eng genommen ist nicht einmal am allerwichtigsten die Herzenshaltung, wobei die schon wichtig ist, auch für den späteren Zeitpunkt, aber es gibt Beispiele in der Bibel, wo Menschen, die wirklich dämonisch besessen waren, Ungläubige, ja, dann einfach im Namen Jesu dann geheilt wurden. Ja. Die haben das nicht gewollt, die haben widerstrebt bis zuletzt. Also wir dürfen müssen aufpassen, dass wir keine falschen Vorstellungen haben jetzt über diese Loslösung von den Dingen. Und doch ist es wirklich so, ein aufrichtiges Herz ist ganz wichtig, dass man die Dinge, besonders wenn man als Christ in diese Dinge gefallen ist, dass man das mit Namen, und das ist wichtig, dass man das mit Namen nennt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich habe doch jetzt einige Erfahrungen schon in dem Bereich der Okkultseelsorge. Und es ist wirklich so, man sollte diese Dinge, die in den übersinnlichen Bereich gehen, wirklich mit Namen nennen und möglichst auch unter Zeugen. Ja, das ist einfach erfahrungsgemäß so, dass das gut ist. Wichtig ist auch viel Fürbitte. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Schwiegermutter sehr, sehr viel für mich gebetet hat. Ich weiß, dass Gott diese Gebete gehört hat. Es kann durchaus sinnvoll sein, dass man auch fastet und betet. Und ich denke, wir sollten auch hier beten, auch für all die Menschen, wenn sie vielleicht auch jetzt nicht mit Namen genannt sind, die wir hier aufgeführt haben, über die wir geredet haben, dass Gott auch sie befreien möchte aus diesen ungöttlichen Dingen. Dass wir einfach auch da für im Gebet eintreten. Es gibt noch bestimmte Sonderfälle der Seelsorge, wenn zum Beispiel Geschwister kommen und dann zusätzlich oder auch Ungläubige zusätzlich zu den okkulten Dingen vielleicht eine Schizophrenie vorliegt. Ja, und dann wird es sehr schwer, die Dinge zu trennen. Auch in der Therapie muss man dann sehr differenzieren und braucht viel Weisheit von oben, um solchen Menschen dann helfen zu können. Da muss man aufpassen mit irgendwelchen Pauschalurteilen oder Vorurteilen. Andererseits ist es so, der Benedikt Peters weist in einem Buch davon, dass auch durch den Kontakt mit Okkultismus auch Menschen in eine Schizophrenie hineinkommen können. Mir sind selber einige Fälle bekannt, wo durch die Anwendung von übersinnlichen Verfahren, insbesondere auch, das muss ich jetzt wirklich sagen an der Stelle, durch den Kontakt mit charismatischen Kreisen und Handauflegen, dann Geschwister in die Psychiatrie mit diesen Schizophrenie-Erkrankungen eingeliefert werden mussten. Ja. Oder einmal ist mir auch vorgekommen, da war eine junge Frau, die war sehr offen für das Evangelium und für
für die Seelsorge und die war sehr verstrickt in unbiblischen Dingen und das hat irgendein anderer Mann, der in der Charismatik zu Hause ist, mitbekommen, hat sie besucht, hat ihr die Hand aufgelegt, hat versucht, den Dämon auszutreiben aus ihr und die Frau ist notfallmäßig in die Psychiatrie gekommen. Ich habe mich so darüber geärgert, das war für mich so eine Not und der Frau ging es wirklich richtig schlecht und ich bin an diese Frau nicht mehr richtig rangekommen. Ich habe sie oft besucht, aber es war wie zu gewesen. Also da gibt es wirklich Dinge, wo man ja nur mit dem Kopf schütteln kann. Ja, gerade dieser Zusammenhang zwischen Charismatik und Schizophrenie, den müssen wir wirklich beachten. Man sollte nicht denken, dass ein wiedergeborener Christ dämonisch ja, belastet oder befallen sein kann. Ja. Also diese Vorstellung findet nirgendwo Bestätigung in der Bibel. Entweder wohnt der Herr in uns und dann regiert er. Oder es gibt natürlich den Fall, und das habe ich auch mal erlebt, wo jemand, der zum Glauben kam, der sich bekehrt hat, dann später in die Charismatik ging. Interessanterweise immer auf Verbindung zu Charismatik. Und dann seine Bibel verbrannt hat und sich dem Satan verschrieben hat. Dieser Mann ist bis heute in der Psychiatrie, er kommt manchmal in die Gemeinde, aber in einem völlig desolaten Zustand. Also er hat aber ganz bewusst, kann man sagen, sich von Gott losgesagt. Ja. Seltener Fall, aber diese Fälle gibt es. Ja. Ein schöner Fall, den ich berichten darf zur Ehre Gottes, es war ein junger Mann, ich weiß, die Kassette ist jetzt zu Ende, aber auf das MP3 geht es wahrscheinlich drauf. Ein junger Mann, der auch in vielen unbiblischen Dingen verstrickt war, ich habe einfach diese Fälle immer wieder mitgebracht. Der hatte also auch alles Mögliche da gemacht, Yoga, spiritistische Bücher gelesen und war auch bei einer spiritistischen Sitzung von einem Geistheiler aus Russland mit dabei. Und der hat dann Ängste bekommen, hat gemerkt oder hat gedacht oder gespürt, böse Geister verfolgen ihn. Und der ist dann schlaflos geworden, also wirklich nur noch geweint und durchgedreht, ist in die Psychiatrie gekommen. Ich kannte den vorher nicht, eine Schwester in dem Herrn, die mit ihm verwandt ist, hat mich dann gefragt, ob ich ihn besuchen könnte. Ich bin in die Psychiatrie und habe ihn dann gefragt, was er gemacht hat. Er hat das dann auch bekannt, was er für Dinge getrieben hat. Und ich habe ihm einfach gesagt, weißt du, wir haben Jesus, der für diese Sünden gestorben ist. Und wenn du mit aufrichtigem Herzen einfach die Dinge jetzt unters Kreuz trägst, kann Gott dich wirklich befreien, kann dir ein neues Leben schenken. Das war so schön. Der Mann ist auf die Knie gegangen, hat Jesus angerufen, hat Vergebung der Dinge, der Sünden gebeten, hat sie bei Namen genannt. Von diesem Tag an ist der junge Mann in die Gemeinde gegangen, kommt bis heute regelmäßig in die Gemeinde. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Wochen nochmal besucht, wir mussten da noch ein paar Dinge noch aufarbeiten, manchmal kommen dann einfach noch Dinge nach, aber es war einfach schön zu sehen, wie wirklich Jesus frei macht, ja. Wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Ja, und wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Und das ist wirklich etwas Wunderbares, wenn wir das wirklich erleben dürfen, wie Menschen frei werden, indem sie den Namen Jesus anrufen. Und wir wissen ja, der Herr Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Und wir lesen ja auch im Korintherbrief, dass er wirklich ein Schauspiel gemacht hat, ja, über diese finsteren Mächte auf Golgatha. Und das heißt nicht, dass wir leichtfertig mit den Dingen umgehen sollen, dass wir jetzt denken, wir haben die Sache im Griff und uns kann sowieso nichts passieren. Aber wir dürfen wissen, der Herr ist größer als alle Mächte dieser Finsternis. Und der Herr befreit auch heute noch Menschen aus solchen Gebundenheiten. Ja. Und ich denke, der beste Schutz eigentlich vor diesen Angriffen des Satans und vor diesen unbiblischen Dingen ist einfach, dass man im Licht wandelt, dass man ehrlich zu Gott ist, zu den Menschen, dass man auch bewusst unter dem Schutz Gottes wandelt. Ja, wir kennen diesen Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn und so weiter. Ja. Das ist wichtig, dass wir unter diesem Schirm sitzen und im Schatten des Allmächtigen bleiben. Ja. Und dann die Waffenrüstung Gottes. Ja. Ganz wichtig und ganz praktisch, ja, dass wir wirklich auch im Glauben und mit dem Wort Gottes wirklich dürfen wir den Feind in die Flucht schlagen. Das Wort Gottes ist eine Angriffswaffe. Nicht, dass wir jetzt im Namen Jesu gebieten und irgendwelche Territorialkämpfe machen, die man in den
in so Kreisen von Pfingstbewegung, Charismatik oft macht, das nicht, aber dass wir wirklich bewusst uns unter das Wort Gottes stellen, wie Jesus doch damals in der Wüste, als er versucht wurde, das Wort Gottes nahm und der Satan wich, aber es steht für einige Zeit. Ja, und so ist es auch bei uns, ja. Wir dürfen in die Flucht schlagen, aber solange wir auf dieser Erde sind, werden wir Anfechtungen und Kämpfe dieser Art haben. Und Gott lässt sie zu, aber es geschieht alles unter der Leitung Gottes, ja. Gott setzt die Grenzen für den Satan, ja. Und Gott gebraucht auch diese Krankheit und auch diese Anfechtung und Kämpfe, in die wir stehen, damit wir reifen, damit wir bewusst seine Nähe suchen, damit wir ihn verherrlichen auch in all diesen Dingen.